Die schwingen da jetzt einfach so rum. So aus dem Nichts. Tja, das ist die Frage. Es gibt hier so gewisse. Also es gibt hier gewisse Sachen oder gewisse Wasser. Mensch, lass mich doch mal ausreden hier, du Arsch. Das ist unhöflich. Es gibt hier so gewisse. Mensch, jetzt stirb doch mal! Der nächste oder was? So, wo war ich stehen geblieben? Es gibt da im Wasser gewisse Punkte, die stehen irgendwie so unter Strom scheinbar. Ich weiß nicht, ob das ganze Wasser unter Strom stehen wird. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt nur mal. Ich will es mal ausprobieren. Also, das Wasser hier hinten sieht ja ruhig aus. Nee, ich sterbe sofort. Ergibt ja auch Sinn. Die Frage ist, wir kommen ja gar nicht hier lang. Also, es sei denn, wir können uns irgendwie lang hangeln. Wir können ja mal versuchen, vielleicht ist dieses grüne Zeug da, vielleicht ist das so ein Spalt zum Hangeln, oder? Ha, ich hab's gewusst. Das sah mir einfach zu auffällig aus, ne? Ja, anders kommen wir sonst gar nicht rüber. Das ist ja der einzige Weg, den wir nehmen können, ne? So. Nein, Scheiße. Scheiße. Ach man, ja, jetzt dabei habe ich zu spät reagiert. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn Sabato das jetzt macht, wirklich wie hier Tomb Raider 2, ne, könnte der den dritten Teil auch noch in vielen Punkten verbessern. Gerade so die London-Sektion. Es sei denn, es wird dann nicht wieder so total kryptisch, aber jetzt gerade, also. Nee, also ich muss sagen, also ich erinnere mich jetzt noch an Tomb Raider 1, also Sabatos Tomb Raider 1, da gab es halt in den ersten Leveln auch schon echt frustrierende Stellen, wo ich sagen muss, ach komm, lass mal gut sein. Aber bis jetzt hält sich ja echt die Waage und ich finde das echt angenehm. Also ich hoffe, es bleibt so, weil wir haben noch solche Sachen wie die Maria Doria vor uns. Das wird natürlich lustig werden. Jetzt ja wenigstens wieder Licht. Wunderschön. Ja, und die schwebenden Inseln kommen ja auch noch. Ja, vor allem, du musst ja jetzt mal wirklich auch mal vor Augen halten, was das eigentlich für eine Arbeit ist, ja? Also, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also man nimmt das immer so ein bisschen, ja, so als gegeben hin, so wie, ja, ganz nett, der macht das neu, aber das ist halt auch super viel Arbeit. Also, ich weiß das zu schätzen, wirklich, also. Also, ich dachte, ich käme da hoch, aber. Nee, offensichtlich. Was ist hier passiert? Ist der Kronleuchter irgendwie festgebrannt in der Wand oder was ist da? So, Cabina Electrica. Scusi, scusi. Und da gibt es sich sehr viel Mühe, ganz großen Respekt. Ja. Muss man wirklich mal sagen. Ja, auf einmal, es ist halt wirklich, du darfst halt nicht vergessen, es handelt sich hierbei einfach um ein Fanprojekt, ne? Es ist einfach nur ein Fanprojekt. Das heißt nur, das klingt so abwertend, so meine ich es nicht, aber. Oh, das können wir verschieben, das ist gut. Also, es ist ein kostenloses Fanprojekt, das will ich damit sagen. Das muss man halt auch erstmal schaffen, ja. Dann sowas zu kreieren. So, jetzt mal gucken, wo können wir das denn hinschieben? Also, wir können das jetzt eigentlich nur hier hinschieben, faktisch. Bringt uns ja gar nichts. Könnte es mehr in die Richtung auch nicht schieben. Gut, vielleicht, wenn wir das jetzt schieben. Vielleicht bricht da irgendwas zusammen oder so. Lara stirbt. Ja. So, warte mal. Ich muss erstmal die Lage analysieren. Jetzt können wir natürlich jetzt hier hochspringen. Jetzt haben wir jetzt irgendwas gekonnt. Naja, wir haben gekonnt, dass wir theoretisch. Nee, haben wir nicht. Wie falsch? Ich sehe doch, dass es falsch ist. Ich sehe das doch. Und auf der anderen Seite, aber das bringt ja auch nichts.
Siehst du, wenn wir, also wir können es ja praktisch nur auf dieser Linie schieben, ne, wenn ich das jetzt richtig sehe. Na gut, wir können es ein bisschen nach innen schieben, das geht auch noch. Also jetzt Richtung Teppich. Ja, gucken wir mal, ob das jetzt dann da lang geht. Also wir können es ja eigentlich ganz weit, warte mal, ne, wir können es sogar ganz weit schieben. Wir können das auch hier lang schieben. Aber da ist dann Schluss. Ah, es reicht doch schon, ja klar. Nee, das ist doch schon ausreichend. Das sollte reichen. Da oben ist ein Stück vom Balkon abgebrochen, vom Geländer. Da sollte das eigentlich gehen. Will ich jetzt einfach mal so ganz keck behaupten. Was jetzt? Was meinst du? Ich denke schon, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Hoffe ich. Jetzt hast du es, ja. Ja. Ja, manchmal sieht man das hier auf den ersten Blick, weißt du? Ja, klar stimmt das, das sagst du immer so, ne? Manchmal sieht man es halt wirklich nicht, aber ich habe es gerade nicht erblickt. Ich war jetzt so fokussiert oder so fussiert auf diese Schräge, weil ich dachte, da kann man irgendwie hochrutschen, aber ging dann doch nicht. Aber jetzt sind wir ja oben, das ist die Hauptsache, ne? Hauptsache, wir haben es geschafft. Wie ist ja jetzt erstmal egal. So. La la da la. La la la. So, was öffnet sich denn hier Feines? Wow, das ist ja voll modern. Kann ich das Ding hier verschieben? Aber was ist denn da runter? Was ist da Blockiges da drunter? Ich möchte es sehen. Boah, ich bekomme es nicht zu Gesicht. So, seine Bibliothek ist da hinten auch noch. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich hier lang laufe, ne? Also, da werden ja noch ein paar Schergen rumlatschen. Davon gehe ich jetzt mal so stark aus, dass es weh tut. Okay, geht's einfach wieder nach unten. Hab ich hier irgendwo Medikit? Nö. Gut, dann wollen wir jetzt mal hier lang gehen. Und da erwartet uns doch bestimmt schon jemand, oder? Ah, warte, da kommt Steine. Da kommen hundertprozentig Steine. Bei so einer Rampe sind Steine unausweichlich. Okay, Sabato. Okay. Du willst dich doch verarschen hier, ne? Das sah mir sehr gefährlich aus. Ja, den Typen töten. Ach, scheiße. Drei Leute gleich. Warum haben die mich denn nicht vorher schon abgeschossen? Wo ich nach unten lang gelaufen bin. Das wäre noch viel sicherer gewesen. Also für sie zumindest. Ich muss heilen, geht nicht anders. Steine in der Bibliothek, guck mal, die Sache ist, bei Sabatos Tomb Raider war es immer so, wenn du so eine Schräge hattest, ja, so also eine etwas längere Rampe, da war es eigentlich immer so, dass irgendwie Steine von oben nach unten, also runtergefallen sind. Hätte ja trotzdem sein können. Aber mal hier nehmen wir normale Pistolen. Der schießt ja wenigstens nicht. Mal siehst du. Haben wir das auch. So ist auch lustig. Der rennt mit einem Knüppel rum, hat aber trotzdem Munition bei sich. Ne? Warum nicht? Hast du irgendwas Schönes für mich oder? Nichts. Der Schlägertyp hat Munition, aber der, das eigentlich bräuchte, hat es nicht. Fünf Leve. Leve. Leue. Was auch immer das bedeutet. Oh, Uzi-Streifen. Très bien. Gehen wir doch mal hier rein. Das hatte ich noch verstanden. Ach naja, vielleicht ganze Kanonenkugeln, die runterrollen, weißt du? Was haben wir hier Feines? Das sieht tödlich aus, oder? Nee, ist es nicht. Ich werde erstmal oben umgucken. Hier ist wieder irgendwie Schieberätsel. Ich sehe das schon kommen. Also. Irgendwas muss hier geschoben werden. Kann ich wieder die Regale nach oben klettern? Das geht. Okay. Das haut also hin. Die Bücherregale sind bekletterbar. Das Ding können wir schieben.
So, jetzt müssen wir natürlich nur gucken, wofür wir das letztendlich brauchen, ne? Ja, da hochklettern könnte man, das ist schön. Als letztes ja auf der ganzen Ebene hier schieben oder verschieben. Das vielleicht hier hinten hinschieben, aber was bringt das? Das ist halt die Frage. Eigentlich gar nichts. Es sei denn, wir könnten. Also da kann man es ja nicht hinschieben. Das ist ja ein bisschen weiter unten, ne? Ist das der Block in der Luft gewesen? Oder gibt's hier irgendeine Platte, die irgendwie so aussieht wie. Guck mal, das hier zum Beispiel sieht aus wie eine Druckplatte. Dann könnten wir, aber bringt halt nichts. Ich meine, wo wollen wir da rauskommen? Das ist halt gerade die Frage. Ja, wie dem auch sei, wir gucken erstmal auf die untere Ebene. Vielleicht können wir ja irgendwie diese Platte noch irgendwie nach oben heben. Damit es irgendwie ein, also, weiß ich nicht. Irgendwas. Gucken wir uns mal die untere Ebene an. Was haben wir denn hier alles? So, hier kommen wir auf jeden Fall wieder nach oben. Das ist nicht das Problem. Guck mal hier, was haben wir denn hier Feines? Ne? Lara, bitte aktivieren Sie es. Das hat was gebracht. Ist jetzt die Säule etwas nach oben gestiegen? Ne, das ist immer noch ein Abschnitt oder so ein Absatz. Ne, also, das war es noch nicht. Ja, eine schöne Bücherei hier, muss man sagen. Ne? Also. Jetzt muss ich ja verschiedene Hebel aktivieren. Nein! Na komm her! Arschloch! Ja, wartet aber echt, bis ich komplett um die Ecke gekommen bin, ne? Also. Echt eine Gemeinheit hier. So ein fieser Typ. Ah, das war immer noch nicht genug. Also brauchen wir wahrscheinlich noch einen dritten Hebel, ne? Der wird sich höchstwahrscheinlich hier die Treppe nach unten befinden. Und dann tut sich wahrscheinlich was. Aua. Oh, die Wand, ey, das sieht aus wie so. Ich weiß nicht, irgendwie wie so ein Gore-Gesplatter. Ich weiß auch nicht. Ich ist auch tot, sag mal. Was hat denn. Also wirklich. So ein Tierquäler. Was hat denn der mit seinen Fischis gemacht hier? Oh! Das war's immer noch nicht. Lalalala. Krach, krach, krach. Also ich habe jetzt drei Hebel betätigt, ne? Also ich speichere mal, ich weiß, wenn ich da runterfalle, sterbe ich, aber vielleicht kann man ja mal irgendwie sich das mal ein bisschen aus der Nähe angucken, ne? Okay, man stirbt sofort. Es wird da wahrscheinlich keinen Pixel geben, keinen Dead Pixel, der in irgendeiner Art und Weise, ja, den man nutzen kann. Und da oben sind wir halt gekommen. So, jetzt haben wir den. Unangenehm. Ja gut, ich würde es wahrscheinlich auch unangenehm finden, wenn ich in Lara's Schuhen stecken würde hier. So, ich weiß halt nicht, ich habe kein akustisches Signal gehört, dass sich irgendwas geändert hat. Also entweder haben wir irgendwas übersehen, weiß ich nicht. Ich kann jetzt nochmal. Hier ist noch einer. Aha. Waren ja also zwei oder was, ne? Auf der Ebene hat man da einen. Den hatten wir auch schon, siehst du. Das heißt, auf der ersten Ebene könnte auch noch einer sein, so um die Ecke versteckt, den wir einfach nicht gesehen haben. Ich hoffe, man muss sie nicht in der richtigen Reihenfolge ziehen. Das wäre ein bisschen ungeil. Da ist einer. Nochmal weiter oben. Da müssen wir noch ein bisschen suchen.
Da müssen wir ein bisschen suchen. Muss man deshalb vielleicht die Kiste wegschieben? Boah, hinter der Kiste war doch kein Hebel, oder sehe ich das falsch? Glaube nicht. So, gucken wir uns jetzt mal schön hier um. Jetzt wissen wir auch, was wir suchen. Ja, wir suchen ganz sicher nicht den Tod durch zu langes Stürzen. Das nicht. Das war nicht meine Absicht. So, nochmal nach oben klettern. Ach, Lara. Du machst es mir schwer. Du machst es mir schwer. So, also nochmal. Jetzt bitte diesmal ohne runter zu klatschen, wie so ein alter Schinken. So, hier haben wir schon rumgeguckt. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist Sturzgefahr. Und hier hinten haben wir letztendlich den. Ja. Hier haben wir das Ding weggezogen, aber hier ist auch keiner. Also die Kiste muss doch irgendeine Bedeutung haben, oder? Die ist doch nicht einfach nur so da. Hier gibt es auch nichts, wo ich sage, das kann ich nur mit Kiste erreichen. Muss man die bis hier rausschieben? Das ist ja auch ein bisschen too much, glaube ich, oder? Ich gucke die ganze Zeit auf den Boden, ob es da irgendwie eine Platte gibt, die komplett anders aussieht oder irgendwie impliziert, dass es da vielleicht so einen Druckschalter gibt, aber auch nicht. So, jetzt laufen wir nochmal hier rum. An der Säule ist nichts. Das ist halt blöd, jetzt zu finden. Keine Ahnung, wo das ist hier. Boah, Hammer betätigt. So, einmal rumlaufen. Hammer betätigt. Da ist keins. Und das ist ja nur dieses eine große Regal, ne? So, Hammer betätigt. Das heißt, hier haben wir auch alles uns angeschaut. Da gibt es doch eigentlich nur noch den Weg nach unten, oder nicht? Jetzt kommt ja wieder so diese Makaroni-Innereien. Jetzt mal. Ach, wie weit Sturm. Ach komm. Also ich habe halt keinen Plan, muss ich jetzt mal die ganze Zeit sagen, wo ich faktisch oder potenziell was übersehen haben könnte. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist vielleicht mal rausgehen hier und gucken, ob sich die andere Tür vielleicht geöffnet hat. Vielleicht hat sich ja was geöffnet und ich habe es noch nicht gehört. Nee. Ja, oder die Kiste muss an einen gewissen Ort. Die Frage ist halt nur, wo. Also ich kann die Kiste ja faktisch überall hinschieben. Ich meine jetzt, das der einzige Bodenbelag, sage ich jetzt mal, der mir auffällt, der jetzt wirklich hervorsticht, ist ja eigentlich der hier. Ne? Guck mal, der. Also es gibt zwar ab und zu auch mal so ein paar Holzdinger hier, wie du siehst. Also wo der Teppich auch noch ein bisschen erkennbar ist. Also ich kann es ja mal versuchen, das dahin zu schieben. Ich mach's einfach mal. Kann ja nicht schaden. Vielleicht habe ich recht. Vielleicht auch nicht. Ja, Katze? Kann ich dir helfen? Hep. Und weiter. Katze, was hast du jetzt gemacht? Oh, Katze, ey, was hast du gemacht? Scheiße.
Tja, die Katze hat jetzt gerade sich auf die Tastatur gesetzt und hat die Auflösung umgestellt. Das ist schlecht. Das Bild ist jetzt gerade kleiner geworden. Wo kann ich das einstellen? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir kriegen das hin. Wir speichern das mal noch. Böse Katze. Sie hat sich auf die Tastatur gesetzt und jetzt hat sich gerade das Bild, wenn du siehst, das Bild ist gerade eine andere Auflösung bekommen. Gehen wir mal zurück zum Exit to Title. Kann ich hier irgendwie einstellen? Teillevel. Gut, ich würde sagen, ich mache mal kurz den Stream aus und bin mal in 5 Minuten zurück. Ich werde mal versuchen, das wieder hinzukriegen. Also bis gleich, ne?